They are the heart of every ski resort. They use various types of technology, but the goal is the same for each and every one. Transporting the guests to the top of the slopes as fast and efficiently as possible. Also unser Skigebiet erstreckt sich auf über 100 Quadratkilometer und 70% der Pisten sind auf über 2000 Meter über Meer. Somit ist es das grösste zusammenhängende Skigebiet vom Kanton Graubünden. Wir haben 28 Bahnanlagen und 224 Pistenkilometer. Also wir haben verschiedenste Anlagen, vom Schlepplift über Sessellift bis zu den modernsten Gondelbahnen. Von allen Bahnanlagen ist die Gesamtförderkapazität rund 48'000 Personen pro Stunde. But these lifts need a lot of maintenance to keep them running safely and smoothly. Most of this work is done in summer, when working conditions on the mountains are a little more pleasant. Some of these jobs are pretty spectacular. Here are some examples. Bei den Rollenbatterien der verschiedenen Bahnanlagen haben wir einen Turnus, wo die demontiert werden, kontrolliert und geprüft. Also wenn man so eine Demontage von einer Rollenbatterie macht, sieht es so aus, dass unsere Leute vorgängig auf die Masten gehen, die Rollenbatterien lösen und ein bisschen raushängen. Das heisst, wir hängen die mit den Gurten ans Joch herhängen, dass sie mal los sind. Sobald das parat ist, kann man eigentlich den Helikopter aufbieten. Der Heli fliegt nachher die Batterie irgendwo am Boden an den Platz, wo wir sie revidieren wollen. Montagmorgen, wenn wir die Woche starten, dann treffen wir uns hier alle beieinander. Und dann schnappen wir uns alle zusammen ein Auto und fahren auf die Baustelle. Vorwoche haben wir schon meistens mitgekriegt, wo wir eingeteilt sind. Und dann schauen wir, dass wir alles Material haben, je nachdem, was wir zu tun haben auf den Anlagen. Putzen tun wir eigentlich, dass wir keine Rückstände haben von Fett. Also wir fahren auch mit dem Korb jeweils, fahren wir auf die jeweilige Stütze. Und dann haben wir eine Lumpe und je nachdem ein bisschen Putzmittel. Und dann fangen wir an, das zu putzen.
So ein Förderseil wird jährlich an einer visuellen Kontrolle und mindestens alle 3 Jahre an einer magnetinduktiven Kontrolle unterzogen. Wir haben den Seilersatz, haben wir unseren Partner mit dabei. Das ist ein Seilbahnbauer aus der Schweiz, der mit dem benötigten Werkzeug vor Ort kommt und uns unterstützt beim Seilersatz. Das geht so, dass man eigentlich das bestehende Seil auftrennt und ein neues Seil anspleist und dann mit Hilfe von Winden und Bobinen das alte Seil rauszieht und das neue gerade wieder einzieht. Even though we keep our lifts in top condition, there is still a small chance that something mechanical could break. In most cases, these issues can be fixed in a short amount of time. But what if the repairs take longer? We need to be prepared for every type of situation. That's why we regularly train for emergency evacuations. Wenn es zu einer Abseilung kommt, gehen wir eigentlich auf die Stützen rauf. Wir machen uns separat, dann alles einrichten, wenn wir das haben möchten. Dann fahren wir eigentlich mit einer Rolle, mit einem Schlitten fahren wir auf die jeweiligen Gondel. Seilen uns zu den Leuten runter. Dann tun wir sie vorbereiten, das heisst, wir tun sie auch beruhigen. Und dann lassen wir sie runter. When you arrive at the base station in the morning, you will see that most of the lifts are already running. That's because our staff has a pretty early wake-up call. They meet an hour before the resort opens and head out to their workplaces for the day. Morgens gehen wir erst einmal auf den Berg, dann haben wir Dienstfahrt, 6:45. Danach gehen wir eigentlich eine Anlage nach der anderen in Betrieb nehmen. Und je nachdem, wie die Wetterbedingungen sind, haben wir Wind, haben wir Neuschnee, müssen wir eben je nachdem ein bisschen aufwendigere Sachen machen, zum Beispiel Bahnen ausputzen oder bei Wind natürlich dann schauen, ob wir den Betrieb überhaupt aufnehmen können. Um 7:30 fahren wir rauf mit der Gondel, dann fahre ich mit dem Quad auf die Klausur. Dann öffne ich zuerst mal alle Tore, dann gehe ich rauf in die Station und gehe mal alle Räder abklopfen. Dann schaue ich auch, dass alle Keilriemen gut gespannt sind und keine kaputt ist. Dann gehe ich weiter zum Motor und der Bremse, schaue, dass kein Öl verglost ist, dass genug Öl drin ist. Dann kommt es darauf an, ob wir eingaragiert haben oder nicht. Wenn wir eingaragiert haben, gehen wir ausgaragieren und sonst sind die Sessel schon draußen. Dann mache ich alles andere bereit, die Bank raus, dann shapen, dann noch ein Stück Zaun aufstellen. Und dann können wir eigentlich schon den Betrieb aufnehmen. Levadin, es wird bereit. But also during winter,
There is important maintenance work that needs to be done and can't wait until the summer season. Beim Sattelschmieren funktioniert das folgendermaßen. Da müssen wir eigentlich von der Kabine direkt auf die Stütze steigen. Und auf der Stütze tun wir dann eigentlich während der Fahrt die einzelnen Sättel, das sind eigentlich Messingschienen, wo das Seil frei drauf läuft. Da versuchen wir einfach möglichst viel Fett während dem Fahren hineinzubringen. Das macht man am besten, wenn die Bahn fährt, weil sich dann das Seil am meisten bewegt. Not only the first ones on the mountain in the morning, they are also the last ones to go home in the evening. Am Abend geht die Pistenkontrolle, die Piste durch, die letzte Fahrt. Und dann bin ich allein hier oben, habe Zeit zum Panoramatafeln zusammenzunehmen. Dann gehe ich noch eine Runde fützeln. Dann stellt man um auf Dienstfahrt. Das heisst, man kann vom Tal aus die Bahn bedienen. Dann können Sie die Weichen stellen und schauen, dass die Sessel oder die Gondel, je nachdem, sauber in die Garage gehen, laufen mit den Sesseln oder schauen, dass sie nicht zu fest ineinander reintätschen in der Garage. Einfach, dass die Sessel oder die Gondel super parkiert sind am Abend, dass man sie am Morgen problemlos wieder ausgaragieren kann. Am meisten an meinem Job gefällt, dass es für mich auch kein Job ist. Es ist ein Leben, es ist eine Berufung, hier oben zu arbeiten. Man darf jeden Abend, die Pisten leer sind, runterfahren. Man hat die schönste Aussicht am Morgen. Andere hocken vielleicht im Nebel und wir sind hier oben an der Sonne. Und das ist auch das, warum das mein liebster Job ist.